Angehende Polizisten müssen in der Schweiz ab nächstes Jahr doppelt so lange die Schulbank drucken wie bis jetzt. Nämlich neu 2 Jahre lang. Ostschweizer Polizisten machen sich jetzt Sorgen um ihren Personalbestand. Auch für den Kanton Thurgau, wo schweizweit die tiefste Polizeidichte hat, bedeutet die neue Regelung, dass nächstes Jahr weniger Polizisten anrücken. Trotzdem glaubt die Regierung, dass die Änderung den Beruf attraktiver macht und auf längere Sicht Besserung bringt. Anders die Politiker. Die sind überzeugt, dass genau das Gegenteil eintrifft. Über Pro und Contra berichtet der Marc Sieger. Bevor es in Einsatz geht, heisst es büffeln. So wie hier in der Polizeischule zu Amriswil. Ab nächsten Herbst dauern die nicht mehr 1, sondern 2 Jahre. Die Hälfte der Zeit verbringen die angehenden Polizisten in der Schule, die andere Hälfte in einem Praktikum bei der GAR. Eine neue Regelung, die bei Ostschweizer Polizisten Zweifel auslöst. So zum Beispiel bei der Kantonspolizei Appenzell-Innerrhoden. Mit der neuen Regelung haben wir natürlich jetzt ein gewisses Loch auch. Also da gibt es einen Personalmindestbestand, einen minderen Bestand, der da halt zwangsweise kommt. Wir in Appenzell-Innerrhoden haben noch zusätzliches Problem. Wir können erst dann Leute einstellen, wenn auf dem Stellenplan wieder Plätze frei sind. Und das ist bei dieser kleinen Zahl, die wir haben, natürlich sehr tragisch für uns, für unseren Corpsbestand. Wenn wir einen Minderbestand haben, dann müssen wir eigentlich 2 Jahre warten, bis wir den Sollbestand wieder haben. Und wir wissen nicht, was in dieser Zeit noch alles passiert, personalmäßig. Zweifel, die man auch im Kanton Thurgau kennt, wo es die kleinste Polizeidichte der ganzen Schweiz gibt. Die Justiz- und Sicherheitschefin Cornelia Komposch ist aber überzeugt, dass der Personalbestand der Polizei und Sicherheit im Kanton nicht akut bedroht sind. Wir haben die Anzahl Polizisten, wie es der Grossrat definiert hat, 384 Polizistinnen und Polizisten. Es wird einen Einbruch geben im Jahr 2020, wenn dann keine Schüler, die das Prüwe jetzt gemacht haben, rauskommen. Aber sie sind als Praktikanten doch vor Ort, dass wir auf ihre Unterstützung und Dienstleistung immerhin zurückgreifen können. Genau das ist aber am SVP-Kantonsrat Jürg Wiesli ein Dorn im Auge. Sein Vater war schon Polizist. Er befürchtet, dass der Beruf jetzt einen Imageschaden einfahren muss. Ich bin Verfechter dafür, dass man nach einem Jahr dass die Privatisierung durchführt und dann quasi wie eine weitere Ausbildung anführt, wo sie dann in der Praxis das machen, aber als vollwertige Polizisten. Stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie in der Verkehrskontrolle oder sonst eine Personenkontrolle, da kommt einer von denen, der jetzt noch nicht privatisiert ist, der wird ja angepöbelt. Also, das muss wieder so werden, wie es bei meinem Vater war, dass ein Polizist eine Respektsperson ist. So werden wir früher noch, sagt keine Option, heisst bei der Regierung. Die Verlängerung der Schulzeit sei eine Antwort auf neue Bedrohungen wie z.B. Cyberkriminalität und Terror. Es bräuchte mehr Ausbildung. Außerdem werde der Beruf durch das auch attraktiver, so die Überzeugung. Man geht auch davon aus, dass es gewisse Möglichkeiten gibt, um eine Passerelle zu nutzen und allenfalls eine Weiterbildung zu machen. Es hat einfach auch noch einen anderen Stellenwert, wenn es eine 2-jährige Ausbildung ist. Man muss sehen, die Menschen, die das machen, die haben ja alle schon eine abgeschlossene Ausbildung hinter sich. Und das ist dann einfach nochmal eine vertiefte Ausbildung in eine ganz andere Richtung. Ob die längere Ausbildungszeit für die Polizei gar und für die Sicherheit in der Schweiz Fluch oder Segen ist, wird sich spätestens mit den Anmeldungszahlen der neuen Aspiranten zeigen.